Ganz egal ob Heu oder Silage, erster oder letzter Schnitt, am Hang oder in der Ebene. Die Krone-Kreisel-Z-Wender helfen dabei, den Trocknungsprozess zu steuern, die Ernte zu beschleunigen und gerade bei kurzen Schönwetterphasen qualitativ hochwertiges Futter zu ernten. Das ist die Basis für gesunde Tiere und hohe Milchleistung. Das Sortiment umfasst 9 Typen mit Arbeitsbreiten von 4,70 m bis 11,20 m. Die Maschinen werden über einen kompakten V-Rahmen an die Dreipunkthydraulik gekoppelt. Durch den geringen Abstand zum Schlepper wird die Vorderachse kaum entlastet. Die robuste, aber dennoch leichte Bauweise erlaubt den Einsatz auch mit kleinen Traktoren. Die nach vorne abfallenden Dämpferstreben zentrieren die Maschine sanft beim Anheben und stabilisieren sie in Transport- bzw. Vorgewendestellung. Die Zinken werden dabei nach vorne und oben ausgehoben, damit sie nicht in den Boden stechen. Die vorgespannten Dämpferstreben führen die Maschine exakt und sorgen für ein ruhiges Nachlaufverhalten. In Kurven, am Seitenhang, bergauf und bergab. Herzstück ist das neue Krone OptiTurn Kreiselkonzept. Je nach Durchmesser arbeitet der Kreisel mit 5, 6 oder 7 Zinkenarmen. Die großen Tasträder laufen sehr nah an den Zinken, um eine ideale Bodenabtastung zu gewährleisten. Die neuen Krone OptiTurn Zinken mit ihrer dreidimensional gebogenen Form nehmen das Futter sauber auf und verteilen es gleichmäßig auf die gesamte Arbeitsbreite. Mit ihren ungleich langen Schenkeln arbeiten sie immer im optimalen Bereich. Das Futter wird angehoben und nicht über den Boden gezogen. Durch diese Arbeitsweise wird die Verschmutzung nochmals deutlich reduziert. Die Zinken sind exzentrisch an den Armen befestigt und können für eine noch intensivere Aufbereitung auf Griff gestellt werden. Die lockere Verteilung sorgt für eine gute Belüftung, sodass das Gras schneller trocknet. Es gibt keine Haufen und somit auch keine Gefahr für Schimmelnester durch nicht ausreichend abgetrocknetes Futter. Die Feldliegezeit wird auf ein Minimum reduziert. Je nach Modell verbaut Krone 4, 6, 8 oder 10 Kreisel mit unterschiedlichem Durchmesser. Der Durchmesser bestimmt den Verwendungszweck. Kleine Kreisel überlappen weiter und passen sich dem Boden besonders gut an. Sie sind prädestiniert für die Heuernte. Maschinen mit großem Kreiseldurchmesser eignen sich wiederum eher für den schlagkräftigen Silageeinsatz. Über Steckbolzen kann man den Streuwinkel werkzeuglos in 4 Positionen verändern. Steil zum Zetten, flach zum Wenden. Der komplett mechanische Antriebsstrang gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad. Die robuste 8-Finger-Kupplung Octolink arbeitet in jeder Position kraftschlüssig. Schäden durch Fehlbedienung sind damit ausgeschlossen. Die Gelenke müssen nicht geschmiert werden. Völlig wartungsfrei sind auch die Kreiselantriebe und das Hauptgetriebe. Sie sind hermetisch geschlossen und auf Lebenszeit geschmiert. Um die Kreisel in stark kupiertem Gelände noch besser zu führen, bietet Krone auf Wunsch ein zusätzliches Tastrad am Anbaubock an. Am Vorgewende werden die Ausleger bis zu einer bestimmten Höhe ausgehoben, um ausreichend Bodenfreiheit zu schaffen. Besonders nützlich beim Rückwärtsfahren oder zum Überfahren von Gräben und Hindernissen. Bei Maschinen mit 4 und 6 Kreiseln ist dieses Feature als Option erhältlich. Bei allen anderen Modellen ist es im Serienumfang enthalten. Neu an Bord ist die Funktion der zentral verstellbaren Grenzstreueinrichtung. Aus der Traktorkabine heraus lässt sich mittels Seilzug die Arretierung entriegeln. Fährt man in die gewünschte Richtung, so schwenkt das Gerät in Position und wird dort automatisch verriegelt. 3 verschiedene Positionen stehen zur Verfügung. Eine stufenlose hydraulische Verstellung ist bei den Modellen mit 8 und 10 Kreiseln serienmäßig verbaut und bei allen anderen auf Wunsch verfügbar. Breit auf dem Feld, schmal auf der Straße. Im Handumdrehen klappt man die großen Geräte auf unter 3 Meter Transportbreite zusammen. In Parkposition stehen die Maschinen komplett freitragend auf den Abstellstützen. Die mittleren Tasträder werden entlastet und haben keinen Bodenkontakt. Der hintere Stützfuß ist beweglich montiert und gleicht den Einfahrweg der vorderen Dämpferstreben aus. Einfaches und sicheres An- und Abkuppeln. Anwelk- und Trocknungsprozesse gezielt steuern, die Futterqualität steigern und die Ernte beschleunigen. Mit den 3-Punkt-Kreisel-Z-Wendern von Krone